Aber der Islam bedroht Deutschland, ja, ja. Wer hat denn hier auf offener Straße in den letzten 20 Jahren über 100 Menschen erschlagen? Islamisten oder Neonazis? Kommen Sie da spontan drauf oder arbeiten Sie beim Verfassungsschutz? Wir haben ein Problem, aber das ist doch nicht der Islam. Wir haben zu wenig Lehrer. Das ist echt ein Problem. 10% der Schulstunden fallen aus. Nach offiziellen Angaben fällt für jedes Kind im Laufe seiner Schullaufbahn ein ganzes Schuljahr aus. Und da sind die Vertretungsstunden noch gar nicht mit drin. Vertretungsstunden, das sind die Stunden, wo Lehrer vor Klassen stehen, die ihnen genauso unbekannt sind wie das Fach, das sie unterrichten sollen. Wir haben zu wenig Krankenschwestern. Wissen Sie eigentlich, was inzwischen in den Krankenhäusern los ist, was da rationalisiert wird? Reden Sie mal mit Menschen, die da arbeiten, da kommt Ihnen das Gruseln. Wir haben zu wenig Altenpfleger, wir haben zu wenig Polizisten und zu wenig Feuerwehrleute. Es brennt an allen Ecken der Gesellschaft und wir diskutieren über Maut für Ausland und über Kopftuch. Wo bin ich hier? Aber genau das ist das, was die Medien machen. Genau da wollen sie uns haben. Nicht über die zentralen Themen diskutieren. Versuchen Sie mal einen Artikel über die Zustände in Altersheimen unterzubringen in der Zeitung. Da sagen die, ach komm, da haben wir schon mal berichtet und mit Altersheimen können Sie auch beschäftigen, wenn Sie da liegen, da haben Sie noch Zeit genug dafür. Wenn Sie aber verkünden, dass Sie morgen hier auf dem größten Platz der Stadt öffentlich den Koran verbrennen, da rücken die mit 20 Kamerateams an. Da haben Sie die volle Aufmerksamkeit. Da spürt der Journalist eine Informationspflicht, wenn einer den Koran verbrennen will. Können Sie sich noch erinnern an Terry Jones, diesen amerikanischen Prediger? Dieser Mann lebt in den USA in einem Kaff, das ist so klein, das kennen nicht mal die Amerikaner mit Namen. Er hat eine Gemeinde von 50 Vollpfosten um sich geschart. Von dem hätte kein Mensch jemals Notiz genommen, wäre denn nie auf die Idee gekommen, öffentlich den Koran zu verbrennen. Sofort hatte der weltweite Aufmerksamkeit. Der ist von morgens bis abends interviewt worden, nur auf die Ankündigung hin, den Koran zu verbrennen. CNN, die ganze Welt war informiert. Meine Tagesschau hat jeden Abend 13 Minuten Zeit, um über das Wichtigste aus aller Welt zu berichten. Die haben damals eine ganze Woche lang jeden Abend 2 Minuten lang darüber berichtet, dass sich ein Wichser in einem Kaffee in den USA einen runterholen wollte. So was nennen die heute Journalismus? Ich habe noch gelernt, wenn einer wichst, da gucke ich weg. Die machen dann Brennpunkt draus. Und dann stimmt meine Programmierung für den Krimi wieder nicht. Terry Jones, ein klassischer Fall für die Geheimdienste wäre das gewesen, um sowas mal geheim zu halten. Der CIA hat schon so viele falsche Leute entführt, die etwas gut machen können. Ich hätte dem Mann noch nichts getan. Ich hätte Terry Jones eingepackt, samt Feuerzeug, Benzinkanister und Koran und hätte den Kabul auf dem Marktplatz wieder rausgelassen. Und da hätte ich gesagt, so Referent Dicke Lippe, hier ist Ihre Zielgruppe. Der Herr sei mit Ihnen. Top, die Wette gilt. Es gibt in jedem Dorf einen Trottel. Es gibt in jeder Familie einen Vollidiot, mit dem keiner was zu tun haben will. Und jeder von Ihnen denkt im Augenblick an jemand ganz Bestimmtes. Das Ehepaar hier vorne diskutiert noch. Aber die will ich doch nicht in der Tagesschau sehen. Aber das ist das, was die Medien machen. Die spielen Spiele mit uns. Die benutzen Themen. Arabischer Frühling, ein wunderbares Beispiel. Er ist alle ganz begeistert. Arabischer Frühling, schaut es euch an. Die Araber haben begriffen, Demokratie ist die einzig wahre Lebensform. Sie werfen die Fesseln ab, diese wunderbaren Bilder. Sie jagen die Diktatoren ins Meer. Als die ersten hinterher sprangen, um zu uns rüber zu schwimmen, ließ die Begeisterung schon wieder nach. Ja, wir Deutschen sind die Ersten, die wissen, wie schön das ist, wenn Mauern fallen. Aber wir haben ja auch erlebt, wer da alles über die Trümmer geklettert kommt. Seitdem können wir die Hilfsverben auseinanderhalten. Die Menschen sollen reisen dürfen, nicht können. Die Begeisterung über den arabischen Frühling ließ sehr schnell nach. Die waren da alle befreit und sind gar nicht zum Christentum übergetreten. Das sind Moslems, die blieben, das hat überhaupt keiner verstanden. Und dann kamen die ersten freien Wahlen, in Tunesien waren, glaube ich, die ersten, und da wählen die mehrheitlich muslimische Parteien. Moslems, die muslimische Partei, da waren unsere Zeitungen völlig ratlos.
Da konnten sie Schlagzeilen lesen, sind die überhaupt reif für Demokratie? Natürlich nicht, genauso wenig wie die Menschen in Bayern. Was hat das mit Demokratie zu tun, wenn Sie eine Partei wählen, die Sie für die richtige halten? Demokratie ist, wenn Sie das wählen, was die Frankfurter Allgemeine Zeitung für richtig hält. Das ist Demokratie. Das muss man doch unterscheiden können. Wir sind doch die Guten. Wir wissen doch, was Demokratie ist und was nicht. Ägypten, das war doch so ein schönes Urlaubsland, da waren alle begeistert. Jetzt werden ja die koptischen Christen gejagt. Das hätte es doch unter Adolf, unter Mubarak überhaupt nicht gegeben. Da lässt man diese Ägypter frei wählen. Da wählen sie einen Herrn Mursi als Präsidenten, einen Islamisten. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, einen Islamist. Das ist ja im Grunde ein Terrorist, der bis jetzt nur zu feige war. Der Mursi wird demokratisch gewählt und macht ein paar Gesetze, die den Leuten nicht gefallen. Da habe ich noch gedacht, naja, das ist mir ja auch schon passiert. Aber sogar Leute, die den Mursi gewählt hatten, waren ganz enttäuscht. Und ich sage noch, Jungs, willkommen in der Demokratie. Aber dann stellt sich raus, hören Sie mal, die Demokratie in Ägypten ist viel weiter entwickelt als unsere. Ja, wenn Sie sich in Ägypten bei der Wahl vertan haben, da brauchen Sie nicht 4 Jahre warten, um den Irrtum zu korrigieren. Nee, da rufen Sie einfach bei der Armee an. Also können Sie den Mann mal verhaften, das geht ja so nicht weiter. Stellen Sie mal vor, wir können die Bundeswehr anrufen und sagen, können Sie die Merkel mal verhaften, das hat ja alles keinen Zweck mehr hier. Die von der Leyen wird sofort rufen, ja gerne, wo soll ich sie hinhängen? Das ist ja, und an der bleibt nichts hängen. Ne? Merkel hat einen ganz eigenen Stil entwickelt, muss man ja auch mal lassen. Ne? Wenn einer was sagt, was ihr nicht passt, dann sagt die nicht, das ist doof, das sehe ich anders, oder wie kommt ihr da drauf? Dann sagt die Merkel so einen Satz wie, das ist nicht mein Duktus. Da kann der andere nicht mal sauer sein. Ja, sie können ja nicht auf einen Menschen sauer sein, der einen Duktus hat. Am Ende ist das noch so eine Frauensache, da haben sie richtig die Arschkappe. Der Duktus der Kanzlerin ist teilweise atemberaubend. Am Tag nach der Atomkatastrophe in Fukushima saß die Frau auf der Pressekonferenz und sagte wörtlich, man kann an einem solchen Tag nicht sagen, dass die Kernkraftwerke sicher sind. Sie sind sicher? So einen Satz hätte der Steinbrück gar nicht überlebt. Es gibt nur 2 Menschen in diesem Land, die sich in einem demselben Satz selbst widersprechen dürfen. Das sind Merkel und Beckenbauer. Das sind Idole, die dürfen sowas. Herr Beckenbauer ist ja der weltweit erste anerkannte Hirnprothesenträger. Der Mann, für den das Sprichwort, was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben, erfunden worden ist, einer der größten Dummschwätzer, der je vor einen Ball treten durfte. Die Zitate sind endlos. Aber hier, das Neueste aus, zur WM in Katar. Haben Sie das verfolgt? Sie kennen die WM in Katar, die Wüsten-WM. Und da sind die Berichte jetzt, dass sie da die Stadien mit Sklaven bauen lassen. Und schon 160 Tote, unmenschliche Bedingungen, Sklaven bauen die Stadien da. Und da hat der Beckenbauer gesagt, das wäre alles Quatsch. Die Leute hätten keine Ahnung, wovon sie reden. Er wäre da mehrfach in Katar gewesen. Er hätte da nie einen einzigen Sklaven gesehen. Die Leute würden da alle frei rumlaufen. Ja? Für den richtigen Kaiser ist ein Sklave ohne Kugel am Bein. Das ist überhaupt kein Sklave. Aber das ist so das intellektuelle Niveau, wo der Deutsche gerne so aufschaut. Der Franz. Der ist beliebt, genau wie die Merkel. Seit Ewigkeit, seit 8 oder 9 Jahren in jeder Umfrage finden 70% die Merkel gut. Ne? Sei denn, die ADAC steckt dahinter. Das ist natürlich... Es gab eine legendäre Umfrage, da fanden 70% die Regierung beschissen und 70% fanden die Merkel gut. In derselben Umfrage. Das waren auch dieselben 70%, da gehe ich schwer von aus. Ja, die bringen die Merkel mit der Regierung gar nicht in Verbindung. Der Deutsche kann das trennen. Der Deutsche wird später sagen, wenn das die Merkel gewusst hätte. Und die weiß das auch nicht alles. Nee, die kann das nicht alles wissen, das wird dir ein anderes Gesicht machen. Das ist doch keine Schauspielerin. Nee, die erzählen ja einfach nicht alles. Das ist genau wie mit Honecker früher.
Da haben die auch immer eine Straße renoviert, haben den Honecker da durchgefahren und haben gesagt, sieht überall so aus, brauchst du nicht überall gucken. Der Honecker hat auch bis zum Schluss geglaubt, die DDR wäre kurz davor, die BRD wirtschaftlich zu überholen. So machen die das mit der Merkel auch, die erzählen ja einfach nicht die Wahrheit. Ja, und dann steht die im Bundestag vor 2 oder 3 Jahren, stand die da bei der Haushaltsdebatte und sagt dann freudestrahlend, Deutschland geht es gut, das ist ein Grund zur Freude. Und in der ganzen Woche davor konnten wir überall lesen, dass sich 25% der Deutschen auf Altersarmut einstellen dürfen. Das waren die offiziellen Zahlen vom Arbeitsministerium. Das haben die der Merkel überhaupt nicht erzählt. Sonst hätte die doch den Satz nicht sagen können. Ich habe dann jeden Abend im Kabarett den Menschen vorgerechnet, dass nicht 25%, sondern 40% von Altersarmut betroffen sein werden. Und schon nach 8 Monaten haben sie das im Arbeitsministerium auch rausgefunden und offiziell verkündet. Ja, ich vermute, sie sind nicht eher an Karten gekommen. Damit wir es hier nicht falsch verstehen, wir reden über die Altersarmut ab 2030. Das heißt, einige im Saal können sich entspannt zurücklehnen. Die Gnade der frühen Geburt, ist auch mal schön. Ja, wer jetzt schon in Rente ist, der hat ja eine Rente. Die Leute sind früher mit bis zu 60% vom letzten Netto in Rente gegangen. Aber die Altersarmut, die auf uns zukommt, verdanken wir einer rot-grünen Rentenreform von 2004. Alle schimpfen, dass sie bis 67 arbeiten müssen. Viel schlimmer ist, das Renteniveau wird jedes Jahr ein Stückchen weiter abgesenkt. Rot-Grün hat beschlossen, dass das Rentenniveau abgesenkt wird, bis ab dem Jahr 2030 die Menschen dann nur noch mit 43% vom letzten Netto neu in Rente gehen. Die Rentenformel ist ja so kompliziert gehalten, dass man es selbst nicht nachrechnen kann, das ist ja auch klar. Aber Pi mal Daumen kann man sagen, 43% vom letzten Durchschnittsnetto. Sie können ja jetzt schon mal von Ihrem jetzigen Netto 43% nehmen, mal kurz überschlagen, ob Sie dann weiter wohnen können oder sich aufs Essen konzentrieren müssen. Wie hoch die Löhne und die Renten sein werden in 2030, weiß ich nicht. Die Löhne können steigen bis dahin. Aber meine Erfahrung lehrt, wenn die Löhne steigen, steigen die Preise auch. Das heißt, die Kaufkraft bleibt die gleiche. Wir können also auch die Zahlen von heute nehmen, da wissen wir, wovon wir reden. Armut definieren die heute so. Wenn ein Single weniger als 850 Euro im Monat zur Verfügung hat, gilt er als arm. Ab 855 Euro sind sie schon Teil der Mittelschicht. Ich liebe Statistik. Ja, irgendwo muss eine Grenze sein und knapp vorbei ist auch daneben. Hartz IV. Hartz IV ist 399 oder knapp jetzt inzwischen 401 Euro im Monat, bar auf die Hand und dazu dann der Mietzuschuss. Da kommen sie auf etwas über 700 Euro insgesamt. Im Alter bekommen sie nicht Hartz IV. Wenn Sie im Alter bedürftig sind, dann bekommen Sie etwas, das heißt offiziell bedarfsorientierte Grundsicherung. Kurz GRUSI genannt. Das ist ein bisschen weniger als Hartz IV, weil im Alter isst man nicht mehr so viel. Deshalb bedarfsorientiert. Grundsicherung liegt im Augenblick bei 698 Euro im Monat. Plus minus 3-4 Euro von Bundesland zu Bundesland verschieden. So, jetzt nehmen wir mal ein normales Bruttoeinkommen von heute, 2000 Euro brutto. Da gehen Sie als Single mit 1400 Euro netto nach Hause. Nehmen Sie von den 1.400 Euro mal die 43%, da kommen Sie ja ohne Taschenrechner auf GRUSI. Jetzt muss ich Ihnen nur noch verraten, dass 40% der Deutschen 2.000 Euro brutto oder weniger verdienen. Da wissen Sie, dass 40% sich später auf Altersarmut freuen dürfen. Das habe ich in 20 Sekunden ausgerechnet, mit Informationen, die man in 10 Sekunden googeln kann. Da haben die im Arbeitsministerium damals 8 Monate für gebraucht, um herauszufinden, dass nicht 25%, sondern 40% betroffen sind. Als sie es herausgefunden hatten, stand die Merkel eine Woche später im Bundestag und sagte, ich leite die erfolgreichste Bundesregierung seit... Die haben dir das wieder nicht erzählt. Und wissen Sie, wer damals das Arbeits- und Sozialministerium geleitet hat, wer die Ministerin damals war? Ulla von der Leyen, natürlich. Und wissen Sie, was die zum Thema Altersarmut gesagt hat, wörtlich? Was heißt denn die Altersarmut? Die Leute haben noch die Riester-Rente. Ja, wir haben die Riester-Rente. Ja, was nützt Ihnen das? Rot-Grün hat die Riester-Rente so gemacht, wenn Sie Grundsicherung bekommen, wird die Riester-Rente darauf angerechnet. Ja, da fällt Ihnen direkt das Glas aus der Hand. Ne? Ja. Sie kommen inklusive Ihrer mühsam zusammengesparten Riester-Rente dann auf Grundsicherung. Das ist das rot-grüne Riester-Rentengesetz. Jetzt ist doch die Frage, weiß die von der Leyen das nicht? Dann ist sie doch intellektuell gesehen eine Schwester von Beckenbauer. Das ist noch die freundliche Unterstellung. Denn die Alternative ist, dass sie es weiß und den Satz trotzdem gesagt hat. Was sie dann ist, das darf ich auf der Bühne gar nicht offen aussprechen.
Das müssen Sie sich selbst zusammenbasteln. Es kommen die Worte Loch, Dumm und Arsch drin vor. Und Sie müssen noch ein S reinfummeln. Da hätte ich gerne einen Untersuchungsausschuss zu, um zu wissen, ob die von der Leyen das gewusst hat oder nicht, meine Damen und Herren. Das wäre mal ein interessantes Thema.